Das Thema Bloch und Schiller ist meines Wissens noch in keiner speziellen Arbeit behandelt worden. Das Buch Niemeckis Romantik des Современного Mystiker von Żirmowski, einem der ersten Forscher, der die Rolle der deutschen Literatur und Philosophie im russischen Symbolismus und im Werk Blochs beleuchtet, enthält nur eine kurze Erwähnung der schillerschen Kunst. Żirmowskis Buch Poesie Alexandra Blocha gibt uns hierfür keine Anhaltspunkte. 1998 schrieb Lappo Danilewski: Obwohl manche Untersuchungen zu dieser Problematik in der Zwischenzeit erschienen sind, ist das Gebiet Schillers Einfluss auf die Symbolisten eigentlich noch terra intacta. Zitat Ende. Wenn man nun den Jubiläumsartikel im Annus Aschillere näher betrachtet, so stellt sich die Frage, welche Bedeutung ihm zur Zeit seines Erscheinens zukam und inwieweit er die Aufmerksamkeit in unserer Zeit verdient. Lapo Danilewski hat bereits darauf hingewiesen, dass der Artikel in der Zeitschrift Messe und in Erbergs Rezension lobend behandelt wurde. Ohne die kritische Stimmen außer Acht zu lassen, Lew Szeszow, Kostka, muss man doch anerkennen, dass Iwanow eine neue Dimension des Schillerschen Werkes aufzeigt, der die häufig wiederholten Vorstellungen wie Schiller sei Moralist, Schiller sei der Dichter der reinsten Ideale und so weiter fehlen. Schillers Größe wird dadurch ausgedrückt, dass er als einer der geistigen Steuermannsterne Konciusiosi der Menschheit bezeichnet wird. Die Grundidee des Artikels, Schiller sei ein Mystiker und Dichter der wiederbelebten dionysischen gemeinschaftlichen Kunst, wird in einer metaphorischen, symbolischen Sprache wiedergegeben, über die Dmitri Maximow schrieb. Zitat: All das machte und macht den Eindruck einer höchst konsequenten, stilisierten Rede, eine Art symbolistischem Barock. Und das war nicht nur Stil, sondern auch ein Denktyp. Zitat Ende. Außerdem gewinnt der Text an Aussagekraft und poetischer Assoziation durch eine Reihe von Zitaten Schillers und anderer Dichter und Philosophen. Fiat, Dostoevsky, Puschkin, Goethe, Platon, Nietzsche, sogar Iwanow selbst, sowie aus der Bibel, mit denen Iwanow seine eigenen Gedanken ausdrückt und die er interpretiert oder umdeutet. Der Leser kann der Überzeugungskraft Iwanows schwerlich widerstehen. Das liegt an der Iwanow-eigenen Textstrategie. Zitiere Murashow, den Leser von einer begrifflich-diskursiven Lektürehaltung abzubringen. Zitat Ende. Und ihn, Zitat, auf eine doppelte, oft mitbedeutetes lauschende Lektüreweise einzustimmen. Zitat Ende. Obwohl sich diese Bewertung aus Murashows-Iwanow-Untersuchung auf die hellenistische Religion des leidenden Gottes bezieht, trifft dies, so scheint es mir, auch auf den Schiller-Artikel Iwanows zu. Wenn wir nur aber den Rezeptionsvorgang beiseite lassen und die Textgenerierung betrachten, dann können wir die besondere Eigenschaft der Iwanowschen Texte so erklären, dass die Symbolisten die rational-wissenschaftliche positivistische Erkenntnis der mythosymbolischen künstlerischen gegenüberstellten und die Wichtigkeit der letzteren hervorhoben. Ich beziehe sich mich hier auf Szymborska-Loboda. In den Kontext der Schrift über Schiller gehört der in demselben Jahr publizierte Artikel Die Krise des Individualismus, in dem Cervantes, Shakespeare und Schiller als Dreigestirn bezeichnet werden. Schiller, Zaczynajcie jest wszystkich, zeichne sich, so Iwanow, dadurch aus, dass er vom heroischen Individualismus
zur Tradition der Haravaya Sabornist zurückkehre. Der Zustand der Zerstückelung und Atomisation wurde bereits von Schiller und Nietzsche beklagt. In Bezug auf Schiller und Iwanow ist das Griechentum ein gemeinsamer Bezugspunkt, ein Überschneidungsbereich gemeinsamer Interessen. Für beide stellt es ein Muster für die moderne Menschheit dar. Das Griechentum als nicht vergleichendes Ideal, als poetisches und philosophisch-theoretisches Thema, das ist, was Schiller und Iwanow miteinander verbindet. In Schillers Charakteristik erscheint das Griechentum als eine einmalige Verknüpfung von Fantasie und Vernunft, intuitivem und spekulativem Verstand, Einbildungskraft und Abstraktion im Menschen. Der Dichter erblickt eine musterhafte und nie wieder erreichte Ganzheit in der griechischen Kultur und im griechischen Individuum. Nach Chomsky war die Antike für Schiller, zitiere, eine Epoche des harmonischen Menschen, in dem die Anziehung der Natur und das Gebot der Pflicht in einem Gleichgewicht waren. Zitat Ende. In Iwanows Sammelband Pasviosdam, in dem auch der Artikel Schiller enthalten ist, findet man fast in jedem Text griechische Thematik. Die griechische Antike ist nach Iwanow durch die Einheit der Grundvorstellungen über das Göttliche und das Menschliche, über das Richtige und Falsche und durch die Einheit der Formen der Lebensweise und des Stils in Kunst und Handwerk charakterisiert. In den kritischen Kulturen finde man dagegen eine Isolierung von Gruppe und Individuum. Der Glaube und das künstlerische Schaffen behaupten sich in ihrer Getrenntheit vom gesellschaftlichen Ganzen, woraus eine weitere Zergliederung in den vom Ganzen isolierten Mikrokosmen folgt. Eine immer größere Verfremdung, ein immer geringeres gegenseitiges Verständnis zwischen den spezialisierten Gruppen. Eine Möglichkeit der Reintegration der zersplitterten, miteinander streitenden Energien werde, so die Ansicht Iwanows, durch die Einführung von die höchste Norm verkörpernden religiösen Grundsätzen ins Leben geschaffen. Auf diesem Wege könnten die alten Werte eines kritischen Kulturaufbaus durch die neuen Werte eines allumfassenden Bewusstseins abgelöst werden, dessen Mittelpunkt Gott sei. Das religiöse Bewusstsein wird von Iwanow als ein der russischen Seele angeborenes Bewusstsein bezeichnet. In den ersten zwei Kapiteln des Schiller-Artikels beleuchtet Iwanow wichtige Momente der Rezeptionsgeschichte seines Werks. Zunächst geht es in einer höchst lyrischen, emotionalen Passage um die bedingungslose Verehrung Schillers durch den dänischen Dichter Jens Baggesen und seine Dichterfreunde, über deren kultisches Fest aus Schers Buch Schiller und seine Zeit gewusst haben soll. Berger gibt dieses Ereignis so wieder. Als Schiller, zitiere, im Januar 1791 schwer erkrankt war und nach einer Verschlechterung seines Zustandes Anfang Mai eine von einer Erfurter Zeitung kolportierte falsche Todesnachricht im Juni nach Kopenhagen bringt, ist es maßgeblich der nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt ohnehin fast nur noch Schiller lesende Baggesen, der ein Treffen befreundeter Paare auf dem Gut der Schimmelmanns in eine eindrucksvolle mehrtägige Totenfeier umfunktioniert. Zitat Ende. Im Weiteren wird Schiller mit Herakles verglichen, der sein Leben in den Dienst der Menschheit stellte. Das erste Kapitel schließt
mit einer Übersetzung gewann aus dem Gedicht Schillers Das Ideal und das Leben. Die nachklassische und nachromantische Zeit, die durch den Rückgang des dithyrambischen Geistes, das ist ein Ausdruck von Ivanov, charakterisiert ist, habe Kritik und Entfremdung gegenüber der Kunst Schillers mit sich gebracht, zum Beispiel bei Puschkin, Heine, Dostojewski und Nietzsche. Und als Schiller eigentlich Klassiker und als solcher Schulmaterial wurde, sei, so Ivanov, das Genie durch die einseitige, problemlose Schillergestalt der schulischen Ausbildung verdeckt und dadurch der lebendige Dialog mit seinen Werken verhindert worden. Auch das Lebenswerk sei einseitig und lückenhaft betrachtet worden. Ich zitiere Ivanov. Die Räuber wurden fast vergessen. In Erinnerung blieb nur Marquesa. In meiner Übersetzung und Zitat Ende. In diesem Teil des Textes lässt sich ein Schwanken beobachten zwischen der berichtenden, diskursiv nüchternen, aber gleichwohl poetischen, metaphorischen Sprache Ivanovs, die Schillers Rezeptionsgeschichte zusammenfasst, und der eigenen Auffassung, die später eindeutig und mit voller Überzeugungskraft vertreten werden wird. Es ist merkwürdig, dass Ivanov hier nur Puschkins trauriges Lächeln wahrnimmt, mit dem dieser seinen Jugendfreund einlädt zu reden. Ich zitiere Puschkin: «O bujnych dniach Kafkaza, o Schillere, o Slave, o Lyubwi». Das war nur ein Fragment, deshalb metrisch nicht ganz perfekt. Aus dem Zitat, in dem Schiller mit den Jugenderinnerungen assoziiert wird, leitet Ivanov in seinem Artikel auch die Bestimmung ab. Zitat: Schiller sei Blut der Jugend. Ja, Blut der Jugend. Danilewski macht darauf aufmerksam, dass auch Puschkins Versroman Jewgeni Onegin mit Schillers Werk eng zusammenhängt. Mit Recht könne man Lenskys träumerische Gestalt und Puschkins selbstreflexive Worte aus Atrivki iz Putjeschestvia Onegina als eindeutige Beispiele des Idealismus Schillers und dem Schillerstil bei Zhukovsky heranziehen. Zitat aus Jewgeni Onegin: Smirilis vy mojej visny, высокопарные мечтания. Die Unbestimmtheit des Blickwinkels bleibt auch im Weiteren bezeichnend. Ivanovs eigene Meinung kommt nicht eindeutig zum Vorschein, zum Beispiel in diesen Sätzen. Zitat: Schillerова одушевление было слишком беспримесным. В нем не находились соли. Казалось, основная антиномичность всех вещей вовсе усказала от его восприятия. Zitat Ende. Ivanov bezeichnet die Eigenschaft des Schillerschen Denkens als träumerische Abstraktionslust. Ergänzend wirft er Schiller vor, er habe nicht die grundlegende Antinomie der Dinge des Lebens bemerkt, zum Beispiel, Zitat, die Schönheit von Sodom, die nach Dostojewski in unserer tiefsten ästhetischen Begeisterung nicht von der Schönheit der Madonna zu trennen ist. Zitat Ende. Schiller habe, so Ivanov, vom Labyrinth der Tiefe der menschlichen Seele nicht Kenntnis genommen. Stattdessen habe er immer nur mit reinen Abstraktionen operiert. Seine Schönseligkeit sei im eisernen 19. Jahrhundert jedoch nicht zu rechtfertigen gewesen. Nachfolgende Stelle kann als Wendepunkt des Textes betrachtet werden, die Ivanovs Position zum Schillerschen Werk verdeutlicht, wieder in meiner Übersetzung. Doch gibt es in Schiller auch etwas anderes, Lebendiges, Unsterbliches, Bedingungslos Wertvolles. Er war einer der Initiatoren einer langen und komplexen Bewegung, die erst heutzutage eine gewisse neue Phase der geistigen Entwicklung vorbereitet. Zitat Ende. Es folgt die These, Schiller sei Mystagoge und Hierophant gewesen und der mystische Charakter seiner Dichtung
sei auch nicht seinen ersten russischen Übersetzern Zhukovsky und Jutschew entgangen, obwohl seine andere Stimme, die von Pathos durchdungene Stimme des Akteurs und Rhetors, viel lauter zu vernehmen gewesen sei. In diesem Zusammenhang ist es lohnenswert, sich dem mystischen Kontext das wahre Mysterienfieber zu vergegenwärtigen, Zitat, von dem das geistige Europa im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts erfasst wurde. Das auffälligste Symptom dieser Faszination ist eine Flut von Schriften über die antike Mysterienkulte, die nie vorher und nie nachher eine vergleichbare Aufmerksamkeit gefunden haben. Die alten Mysterien interessierten als Ursprung und Modell der neuen Mysterien, nach denen diese Zeit rief, wie wenig später nach einer neuen Mythologie. Zitat von Jan Assmann. Iwanows These, Schiller sei Mystiker gewesen, wird anhand einer Reihe von Zitaten von Schiller, aber auch von Pferd Salavjov begründet. Die mystische Weltschau Schillers zeichnet sich für Iwanow durch den Glauben an die Existenz einer transzendenten Welt und die Einsicht in die Geheimnisse der Natur und Weltseele aus. Ähnlich wie Schiller betrachten auch Pferd und Salavjov, auf die sich Iwanow beruft, die Pflanzenwelt als den Berührungspunkt der Erde und des Himmels, Klage der Ceres. In Bezug auf das Gedicht der Alpenjäger geht es Iwanow darum, nach der Pflanzenwelt nun auf die Tierwelt einzugehen. Iwanows eigenartigste Interpretation ist wahrscheinlich die des Gedichts Berglied, in dem er christliche Symbolik und Apokalyptisches erblickt. Es werden auch die Gedichte Resignation, das Ideal und das Leben, das Siegesfest und die Dithyrambe, in deren russischen Übersetzungen allerdings die amphibrachischen kurzen Zeilen nicht wiedergegeben werden, zitiert, bevor Iwanow zur Schlussfolgerung kommt. Im Mystiker sei der Ekstatiker der Diener des Dionysos verborgen gewesen. Diese Eigenschaft stelle den Höhepunkt des Schillerschen Werkes dar und Schiller sei einer der ersten Initiatoren einer künftigen gemeinschaftlichen rituellen Kunst gewesen. Diese Behauptung wird durch zwei Zitate untermauert, die das Thema des rituellen Tanzes und des Kreis und das Kreismotiv beinhalten, das eleusische Fest an die Freude. Iwanow nennt noch zwei Diener des Dionysos, Beethoven, den Schöpfer des ersten kolossalen musikalischen Dithyrambus, wie er das ausdrückt, und Dostojewski mit seiner besonderen Schillerverehrung, der in Schiller den Glauben an die menschliche Göttlichkeit, das ein Zitat, erblickt habe. Es folgen die Schiller-Verse, die Dmitri Karamasow, Aljoscha zitiert, wieder aus den Gedichten Das eleusische Fest und an die Freude. Das Kapitel wird mit einem Autozitat aus der Tragödie Tantal abgeschlossen, dessen Verbindung mit den erwähnten Schiller-Gedichten vor allem in deren russischen Übersetzung zum Vorschein kommt. Geht man von der Lexik der Texte aus, so wird diese Ähnlichkeit durch drei Schlüsselwörter vermittelt: Svet, Licht, Mat, Mutter und Simlia, Erde. Ich lasse die Zitate aus und gehe fort. So, aus dem Gedicht Das eleusische Fest werden zwei Stellen, Fragmente zweier Strophen, gleichfalls in russischer Übersetzung zitiert. In der ersten wird über Ceres' Wanderung an der verlassenen Küste erzählt. Die zweite ist aus ihrem Monolog, in dem sich ihre Anteilnahme an den elenden Nomaden ausdrückt. Der Geist des Monologs von Dmitri Karamasow und der darin zitierten Schiller-Gedichte wird durch ein Tantalos-Zitat fortgesetzt. Sich auf Nietzsches Götzendämmerung stützend, stellt Iwanow im fünften Kapitel des Artikels Schiller und Goethe gegenüber.
Erstere schaffe aus dem Hunger, letztere aus der Fülle. Nach Iwanow erkläre dies die stürmische Begeisterung, die Schiller eigen sei, im Gegensatz zu Goethe, einem Verehrer des Maßes und der Grenzen. Auch dem Christentum sei Hunger, Hunger der heiligen Erwartung eigen, und Schiller sei dem Geiste nach ein zutiefst christlicher Dichter. Iwanows Schiller-Artikel beschreibt einen Bogen von Gedanken und Bildern, wie es für sein theoretisches Werk typisch ist. Am Anfang des Artikels steht die dänische Szene der von Iwanow zu einem griechischen Mysterium stilisierten Schiller-Todesfeier. Und der Artikel schließt mit der Würdigung Schillers als einem genialen Chorführer und Vorläufer einer wiederbelebten geistgemeinschaftlichen rituellen Kunst Sabornes. Somit kehrt die antike rituelle Metaphorik der ersten Szene am Ende der Schrift wieder. Vor dem geistigen Auge Iwanows erscheint eine künftige Szene der Schillerverehrung mit Requisiten des Dionysos-Kultes, wie der Efeukranz auf dem Haupte des Verehrten und das den Ritus begleitende Flötenspiel. So würden die Künstler des Dithyrambus und des wiederbelebten antiken Dramas Schiller verehren. Schillers Dichtung und Ästhetik wird auch in anderen kritischen Schriften Iwanows erwähnt, etwa in Capio a fine, Precussia e Pigvestia, A visiolam rimisle iumnam viselii, Dvestihia v savremennam simbolisme, Dostoevsky Roman Tragedia, Zavete Symbolisma und Goethe na rubeže dvuch staletii. Und jetzt über unsere andere Figur, den Dichter Alexander Blok. Alexander Bloks Schaffen hatte enge Verbindungen mit der älteren und zum Teil auch mit der zeitgenössischen westeuropäischen Literatur. Hier verzichte ich darauf, die Bedeutung der klassischen, unter anderem der deutschen Literatur im Beckett'schen Haus darzulegen und die Aussagen über die angebliche Ähnlichkeit Bloks und Schillers in den Augen der Zeitgenossen zu zitieren. Was für uns wichtiger ist, sind die expliziten Aussagen Blocks über Schillers Kunst, die in die Zeit nach der Oktoberrevolution fallen. Das sind einerseits der Artikel Der Untergang des Humanismus, andererseits Vorträge und kleinere Reden, die in irgendeiner Verbindung mit dem Petrograder großen dramatischen Theater stehen und in denen Block, wie Maximow schrieb, Orator und Volksaufklärer war. In seinem Kultur- und kunstphilosophischen Artikel Der Untergang des Humanismus gibt Block eine Übersicht der Geschichte der europäischen Kultur von den Anfängen des Humanismus im engeren Sinne des Wortes bis zur Gegenwart. Darin kommt Schiller der Rolle des letzten europäischen Humanisten zu, wenn man unter Humanismus im Blockschen Sinne die Periode der europäischen Geschichte versteht, in der das Individuum die europäische Kultur vorwärts brachte und dieses Individuum noch im Einklang mit dem Geiste der Musik lebte. Dieser Ausdruck aus Nietzsches Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik wird in Blocks Schriften zu einer seiner wichtigsten Symbolkategorien. Die Periode, in der der Geist der Musik noch lebendig ist, zeichnet sich durch eine Ganzheit, durch unzertrennbare Verbindung und Harmonie von Wissenschaft und Kunst, Menschen und Natur, Leben und Kunst, mit einem Wort durch Rhythmus aus. Die Zeit von Goethe und Schiller, die Zeit des Umbruchs, wird von Block in einem poetischen Bild symbolisiert. Der letzte Sonnenstrahl fällt ins runde Fenster eines Barocktempels, erhellt die Wände und verlischt dann allmählich. Schiller, schreibt Block, der immer mutig in die Zukunft geblickt habe, werde zu dieser Zeit vom Tode mitgerissen, so erblicke er nicht mehr die Finsternis, die die nächste noch unbekannte Epoche signalisiert,
und höre nicht die neue Musik, die Musik der Massen. Denn die Epoche des Individualismus werde durch die Epoche der Massen und ihrer blutigen Revolutionen abgelöst. Goethe, ein Riese genannt, Heinrich Heine, ein Wütender genannt, und Richard Wagner werden an dieser Epoche, der Epoche der Musik des Feuers, die nur Zivilisation und keine Kultur mehr sei, teilhaben und dem Geist der Musik treu bleiben. Von den Künstlern des 19. Jahrhunderts hebt Bloch Wagner hervor, der auf den analytischen den analytischen Geist der Zivilisation mit seinen Aufrufen zur Synthese reagiert habe. Die zwei anderen Texte Blochs, die für unser Thema von Belang sind, hängen mit der Tätigkeit des großen dramatischen Theaters zusammen, das 1918 gegründet und am 15. Februar 1919 mit der Aufführung von Schillers Don Carlos eröffnet wurde und an dem als Vorsitzender der Regieleitung Bloch bis zum Juli seines Todesjahres tätig war. Im Artikel Das große dramatische Theater in der nächsten Saison bringt Bloch seine Überzeugung zum Ausdruck, dass im gegebenen historischen Moment die hohe Tragödie und die hohe Komödie alter oder neuer Autoren das Repertoire bestimmen sollen. Er nennt Shakespeares und Schillers Dramen die Höhepunkte des Dramas, Zitat, die kostbarste Schale der Kunst, aus der wir jetzt trinken sollen. Die Stücke Shakespeares und Schillers sowie die der größten Dramatiker seien für die Gegenwart eine, Zitat, eine Schule des edlen Willens. Für die Saison 1919 bis 1920 wurden folgende Schillerstücke vorgesehen: Don Carlos, Die Räuber und Die Jungfrau von Orleans. Über die Don Carlos-Aufführung sagt Bloch in seiner Rede an die Schauspieler, Zitat, man soll sie nicht anders als einen Sieg nennen. Das erschöpfte, abgequälte Petersburger Publikum 26 Mal das Theater erfüllte und aufmerksam der sechsstündigen Tragödie aus dem 18. Jahrhundert zuhörte. Das ist fast ein Wunder. In diesem Text werden wieder die beiden grundsätzlichen Begriffe der Blochschen kritischen Prosa, Kunst und Masse oder Volk, als verwandt bezeichnet. Die Welt der Kunst sei höher als wir, sie sei die Elementarkraft selbst und dank des Spiels der Schauspieler bringe der Zuschauer einen kleinen Teil dieser Welt mit nach Hause. Er selbst Teil der blinden Elementarkraft der Masse. In seinen Reden Don Carlos und die Räuber, die Aufführungen für Rotarmisten vorangingen und die Bloch den Memoiren nach voll Enthusiasmus vortrug, gab Bloch eine kurze Einführung in die Entstehungsgeschichte und den Ideengehalt der Stücke und erhellte einige psychologische Beweggründe der Haltung, der Handlung. Die Tragödie Don Carlos wurde auch im Artikel Der Untergang des Humanismus hervorgehoben und gewürdigt. Bloch schrieb, Zitat, wir sind verblüfft durch die Größe der Architektur, die Vielfalt von Gedanken, Ideen, Themen, die von Schiller so ruhig und natürlich in eine Tragödie gefasst wurden. Elemente der Geschichtswissenschaft, der Kunst, der Musik, der Malerei, das alles findet man in einer Tragödie. Der zeitgenössische Künstler würde aus diesem Material 10 Dramen schreiben. Zitat Ende. Im Dezember 1920, im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen im großen dramatischen Theater, macht sich Bloch noch einmal Gedanken über die Charaktere des Dramas und schreibt über die Figur des Marquis Cosa. Zitat.
Er erzieht Carlos und wirkt auf ihn ebenso wie der Großinquisitor auf Philipp. Doch wie gegensätzlich sind diese Wirkungen und Einflüsse? Die Kraft der Güte und die Kraft des Bösen. Die Strahlen dieser Güte kann man nur der genießen, der so leicht und breit atmet wie Schiller. In der Literatur gibt es kaum ein ähnliches Beispiel für die natürliche, ungezwungene Darstellung der Güte. Darin liegt Schillers Stärke. Er selbst ist Posa. Ziehen wir ein Fazit. Die Suche nach den geistigen Vorfahren der Symbolisten, nach Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Kultur, das Problem der Rolle der Kunst und des Verhältnisses von Künstler und Volk und die Frage nach der Bestimmung des Theaters, ein jedes dieser höchst wichtigen Themen des reichen kulturphilosophischen Erbes der jüngeren Symbolisten haben zu unserem engeren Thema zur Deutung der Kunst Schillers im russischen Symbolismus wichtige Bezüge. Schillers Werk nahm sowohl in Iwanows Frühjahr als auch in Blocks nachrevolutionärer Konzeption einen hohen Rang ein. In Klammern ist es zu erwähnen, dass, wie Jermilowa schrieb, Publizistik und Dichtung der beiden russischen Dichter in einem ständigen inneren Dialog miteinander standen. Zum Beispiel Blocks Das Volk und die Intelligenz und die Elementarkraft und die Kultur und Iwanows über die russische Idee. Iwanows Das Testament des Symbolismus und Blocks über den gegenwärtigen Zustand des russischen Symbolismus. Iwanows Die Gottheit im Lupana, Blocks an Wjatscheslaw Iwanow und Iwanows zwei Gedichte zu Block im Gedichtband Chor Ardens. Iwanows Steilhänge und Blocks Der Untergang des Humanismus. Das waren die wichtigsten Bezüge und Zusammenhänge. Ihre Schillerdeutung hat zwar wenig Gemeinsames, wie auch die historische Situation der Entstehung der zugrunde liegenden Texte grundverschieden ist. Doch erhält Schillers Werk in den kritischen Schriften beider russischen Dichter eine herausragende Position. Schiller wird von Bloch gewürdigt als der letzte Humanist, dessen Dichtung der nachrevolutionären Zeit besonders nahe steht, und von Iwanow als Mystiker und Ekstatiker, Wegbereiter einer dramatischen Kunst, neue Formation und neuer gesellschaftlichen Bestimmung, somit als eine symbolische Gestalt in einer der wichtigsten ästhetischen Utopien der russischen Symbolisten.